Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um eine Reihenschaltung. Das erscheint ja zunächst recht einfach, allerdings wird hier eine recht schwere Aufgabe formuliert zu diesem Thema, die tatsächlich nicht mehr so einfach lösbar ist. Das Ganze ist an mich herangetragen worden, weil es in einem Meisterforum zum Thema gemacht worden ist. Den entsprechenden Link sehen Sie hier. Den gebe ich auch nochmal in der Beschreibung zu diesem Video an. Die Reihenschaltung besteht nur aus zwei Widerständen. Bekannt ist die Gesamtspannung, an der diese beiden Widerstände liegen. Der erste Widerstand, hier mit RI bezeichnet, ist bekannt. Vom zweiten Widerstand ist allerdings kein Wert bekannt, sondern nur die Leistung, die er innerhalb dieser Schaltung abgibt. Bekannt sind also die drei Größen U, RI und die Leistung, die der Widerstand, der zweite Widerstand, abgibt. Gesucht ist genau dieser Widerstandswert, RA. Man kann das Ganze auf zwei verschiedene Methoden angehen, und zwar einmal so, dass man versucht, konkret den Wert von RA zu berechnen. Dazu braucht man natürlich Werte, die gebe ich hier an. Ich werde in den Videos zu dieser Aufgabe, wenn ich denn mit konkreten Werten rechne, genau diese Werte nehmen. Man kann aber auch versuchen, eine allgemeingültige Formel herzuleiten, in die man dann die Werte von U, RI und PA beliebig einsetzen kann. Auch das werde ich gegen Ende dieser kleinen Videoserie durchführen. Im zweiten Video werde ich die Lösung bekannt geben und zeigen, dass sie wirklich stimmt. Im dritten Video werde ich den Lösungsansatz präsentieren. Im vierten Video mögliche Rechenwege aufzeigen, um mit dem Lösungsansatz dann zur Lösung zu kommen. Im fünften Video werde ich die allgemeingültige Formel herleiten. Und im sechsten Video wird es noch eine Ergänzung geben, die ich jetzt noch nicht verraten möchte, da sie zu viele Hinweise enthält. Wenn Sie keine weiteren Hinweise zu dieser Aufgabe haben möchten und es zunächst ganz allein versuchen möchten, dann sollten Sie dieses Video jetzt beenden. Denn ich werde in einigen Sekunden einige Hinweise zu dieser Aufgabe geben, die Sie vielleicht selbst erarbeiten wollen. Nun also zu den Hinweisen. Es ist tatsächlich so, dass bei den oben aufgeschriebenen Werten zwei Lösungen existieren. Es gibt also zwei Widerstandswerte für RA, die den Forderungen entsprechen. Da es zwei Lösungen gibt, muss man das Ganze über eine quadratische Gleichung lösen. Das ist der zweite Hinweis, den ich hier geben möchte. Man kommt also mit einfachen Mitteln, die für die Reihenschaltung üblicherweise angewendet werden, hier nicht mehr über die Runden. Als drittes möchte ich noch darauf hinweisen, dass man auch Werte wählen kann, die schließlich keine Lösung mehr ergeben. Denn wenn man sich vorstellt, dass zum Beispiel diese Spannung nur 1 Volt beträgt, dieser Widerstand 10 Megaohm hat, dann kann man diesen Wert für RA wählen, wie man will. Man wird niemals mehr auf 10 Watt kommen. Also es gibt auch durchaus Wertepaare, die zu keinerlei Lösung mehr führen. Ja, das war es im ersten Video. Wie bereits gesagt, werde ich im nächsten Video die beiden Lösungen vorstellen, die zu diesen gegebenen Werten passen und zeigen, dass sie wirklich stimmen. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn Sie beim nächsten Video dazu auch dabei sind. Und noch mehr würde ich mich natürlich freuen, wenn Sie mir ein Abo spendieren. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.